da fleißig Daumen hoch gemacht, ja. So. Ja. Ich schneide jetzt von gestern, wo ja dieses wunderschöne Peugeot-Rad abgeholt wurde wieder. Yay, und ist zurück beim Besitzer. Und das ist doch der Hammer. Ist hammergeil. Freut mich. Der hat das einwandfrei beschrieben, das Rad. Mit allen Details, allen Macken, was das hatte. Also der wusste wirklich alles über das Rad. Und zumal er hat die. Tatsächlich wollte er das ja verkaufen. Wie ich es gestern schon erzählt habe. Der wollte das verkaufen bei eBay Kleinanzeigen und hat dann Fotos gemacht, das eingestellt und kam dann runter und dann war das Rad weg. So kann es gehen. Wir haben es gefunden, wir haben es ihm zurückgeben können und jetzt könnte er das Rad für 180 Euro kaufen. 180 will er dafür haben. Wie auch immer. Ist egal, ob jemand das Rad verkaufen will oder nicht. Der Besitzer ist der Besitzer. Also. Und er hat genau gewusst, wie das Rad aussieht, welche Macken das hat, ob es hinten das Rad eiert, ob der Schalter funktioniert. Er hat da ein bisschen improvisiert, meint er und so. Und das war alles perfekt. Picobello. Also das ist einwandfrei. Er hat mir die alten Fotos gezeigt, auch ältere Fotos von dem Rad auch. Einwandfrei. Keine Diskussion. Also das war super tippitoppi. Ist das gelaufen. So viel dazu. Jetzt schneide ich den ganzen Rods zusammen von gestern und dann sehen wir uns gleich unten im Keller. Weil heute bin ich alleine. Werde ein bisschen was durchballern, ein bisschen Arbeit durchrocken und dann sehen wir uns. Ihr seid mit dabei. Jo! Schneiden erledigt, jetzt geht's los, weiter geht's. Weil ich muss nach hochladen für euch das Video. Oh Mann, tut mir leid. Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Was gibt es heute zu machen hier? Bitte Vorderrad in Ordnung bringen. Ja, kriegen wir halt nicht hin. Tatsächlich muss ich schauen, ob die Schaltung noch geht. Das können wir auch. Vorderrad in Ordnung bringen ist nicht mehr. Ich zeige euch oben rum. Aber zuerst bereite ich schon mal vor. Sprich dicker ab. Schlauch ist durch, der ist hier platzt, gerissen, was auch immer. Die Decke können wir eventuell noch verwenden. Das machen wir. Das ist ein wunderschönes Le National. Achim, danke. Wenn es schon so weit ist, Mann, ey, ich weiß ja nicht, was ich dazu sagen soll. Ja. Den Kaffee schon geteilt haben. Ich will eine andere Tasche. Hat er mich Achim genannt? Bist du Spittefax? Spittefax und Söhne? Kriegt man das noch hin hier? Ja. Das ist so die Queen unter den Laufrädern, macht man so. Ja. Muss ich jetzt auch hier Phantomia spielen? Phantomas. Phantomas. Also. Du bist der Pfand, Thomas. Mit F, ne? Mit Pfand, Pfand. Nein. Nee, Pfand, Pfand, Pfand. Ja, okay. Nee, F. Pfand. Ich dachte F-U-N. F-U-N? Pfand? Pfand for Nature, so sammeln oder was? Pfand. Ach, Pfand, Thomas. Pfand, ja. Thomas. Ah. Mensch. Oh, oh lustig. Wink, wink. Ja. Das ist, wenn man dabei ist. Ich habe mir die Zähne nicht geputzt. So. Den nimmst du noch? Na den, ja, der Schlauch ist durch, aber der hat jetzt nicht irgendwo den Eindruck gemacht, dass er deswegen so geknickt, ob der hier irgendwo rauskommt. Und der ist ja hier neu. Bin ich abends Fuchsbau vorbeigegangen. Ja. Und da hatten sie einen stehen mit Maske und Handschuhen. Und der ist immer zwischen ihnen, weil der Fuchsbau hatte dann auf. Ne? Und draußen standen Leute und er immer so, Leute, hier, Abstand halten. Leute, hab ich auch gedacht, wow, was für eine Lösung. Also für die Zeiten angebracht, weil entweder lässt du zu oder du hast einen, der darauf achtet, dass dein Laden auch geöffnet bleiben kann. Sag mal, schwarze Privatlite. Kannst du dich daran erinnern an diesen Film?
zwei bärenstarke Typen. Ja. Ja. Da liefen die doch so rum, die Bösewichter hatten nur weiße Klamotte, schwarze Cap und dieses Gesicht so mit so einem Tuch tatsächlich. Kennst du das noch? Kannst du dir einen Sinn? Nee. Zum Schluss auf dem Schiff, der Silver Spencer, dann ja, durch diese Toilette auf das Schiff ruft, auf einmal kommen sie raus und dann. Nee, aber jetzt das nicht. Nee, schade. Ja. Mensch, das wäre jetzt so, ich brauche noch einen weißen Anzug halt. Und dann ja, da, ich verstehe schon. Also, mit so einem Schrober in der Hand, so Terence Hill-mäßig, so, hier, da ist er lang, da ist er lang. Und dann klatscht, schrift und nee. Ja, ich habe das, also, was waren die anderen mit auf dem Boot? Terence Hill, Bud Spencer. Nein, es gab noch einen Film, der hat, glaube ich, in Brasilien gespielt. Und da waren hey, waren sie auch auf dem Boot? Joe, ja, ich glaube ja. Und er dann so, na, wo ist er denn? Und dann, ja, nein, klatsch, so runtergesprungen, wie ist denn der? Klatsch, ja. Fernando Joe, genau. Ja. Ja. Und da kommt die Suppe raus. Ja. 37, ja. Ja. Ich guck mal, was ich habe. Genau, der gleiche. Was? Tabelle, genau, 2000 Euro. Alles klar. Und das grüne Rad, was soll das kosten? Oh, der grüne Rad, was soll das kosten? Hier ist ein Interessent. Kannst du das einfach persönlich machen? Ach, guck mal, du. Ach, scheiße, das sieht man. Hi. Hi. Also, was war bis gestern der Fall? Das war bis gestern der Fall? Ja, okay. Und Michael? Streiter? Ja. Was denn? Genau, eigentlich nur hier draußen, eigentlich die beiden, quasi. Du wirst sowieso jetzt mal weiter, ich komme gleich später. Okay, na, dann musst du Bescheid sagen, dann würde ich dann raus. Ja, alles klar. Ja. Achso, immer. Ja. Er muss jetzt erstmal weiter, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, ich hätte ihm ja noch die Nummer mitgeben können, dann wärst du raus gewesen. Achso, ey, möchtest du die Telefonnummer noch haben von ihm? Dann könnt ihr euch kurz schließen, weil... Das ist ja Eber-Kommission, das ist nicht meiner. Und hier, ihm kannst du auch deine Nummer geben. Kommission? Vielleicht interessiert er sich ja immer. Achso, was wolltest du denn sagen? Achso, ja, beinhaltet das ja. 50% hat er. Was wollte ich denn sagen? Vorbereitet ist. Und dann nicht mehr. Das hat noch. Was hat er runtergenommen? Dein Laptop? Dachte ich, ja hier. Nee, ja doch, hier. Ja, also mit den MacBooks. Genau, jetzt gehen wir weiter. Ich schreibe da Leute an. Also, wenn die hier in Berlin sind und mir sagen, nur Versand. Naja, aus Corona. Es gibt manche tatsächlich jetzt mittlerweile. Dann merke ich das nicht vor der Haustür. Nein. Gut, Hammer. Tretlagerspiel ist erledigt. Umwerfer gebraucht ist dran. Käppchen muss noch auf, das Bad. Thank you.
da wissen,